Also im Mathematikstudium gibt es bei uns vier verschiedene Studienzweige. Das sind angewandte Mathematik, diskrete Mathematik und Algorithmen, Finanz- und Versicherungsmathematik und Technomathematik. Das sind die vier Zweige. Angewandte Mathematik, das geht so Richtung Simulation, numerische Berechnung am Computer. Diskrete Mathematik, das geht in die Richtung der theoretischen Informatik, also Laufzeitanalysen von Algorithmen und solche Dinge. Finanz- und Versicherungsmathematik ist wahrscheinlich klar, wovon das handelt. Und Technomathematik, das geht eher Richtung Grundlagen, Richtung Physik. Also ich arbeite am Institut für Analysis und Zahlentheorie der TU Graz. Mein eigener Forschungsbereich ist die Zahlentheorie in erster Linie, also da geht es um Primzahlen und solche Dinge. Ich verwende oft wahrscheinlichkeitstheoretische Methoden, oft Fourier-Analysis in meiner Arbeit, um irgendwie strukturelle Informationen über bestimmte Zahlen, über einen bestimmten Zahlentypus zu gewinnen. Analysis, also die Mathematik gliedert sich in zwei große Bereiche. Der eine Bereich heißt Algebra, der andere Bereich heißt Analysis. Die Algebra, die handelt von allem, was ähnlich ist oder was in ähnlich vielen Schritten beschrieben werden kann, sowas wie ein Computerprogramm oder so. Und die Analysis, die enthält alles, was einen Grenzwertbegriff braucht, also Ableitungen, Integrale, solche Dinge. Das sind alles Dinge, die in der Definition den Grenzwertbegriff brauchen, den Grenzübergang, Epsilon gegen Null oder N gegen Unendlich oder sowas. Alles das ist Analysis. Also zunächst einmal ist die TU Graz sicher eine super Uni, sowohl auf österreichischer Ebene als auch im internationalen Vergleich. Und ich glaube, dass das Mathematikstudium an der TU Graz irgendwie gerade die richtige Größe hat. Wir haben jedes Jahr ungefähr 50, 60 Anfängerinnen und Anfänger. Da ist noch der persönliche Kontakt da zu den Lehrenden. Da kennen sich die Studierenden alle gegenseitig. Ich glaube, dass das Umfeld zum Studieren wirklich ein sehr angenehmes ist bei uns. Naja, also man braucht natürlich ein gewisses Interesse an der Thematik. Bei Mathematik braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen ein Talent dafür. Man braucht auch den nötigen Biss, um im Studium dran zu bleiben. Also das Mathematikstudium erfordert sicher, dass man von Anfang an jede Woche mitarbeitet und mitmacht. Und man braucht eine Freude am Denken. Also das Mathematikstudium unterscheidet sich schon sehr deutlich von dem, was man in der Schule an Mathematik lernt. In der Schule geht es vor allem ums Rechnen. Da bekommt man irgendwie ein Modell und rechnet das 100-mal nach. Das gibt es bei uns eigentlich überhaupt nicht. Also bei uns geht es vor allem ums Denken. Es ist ein Kreativfach. Man bekommt immer und immer wieder Problemstellung. Das sind die Voraussetzungen. Das soll gezeigt werden. Und dann muss man eben einen Lösungsweg finden, um das zu machen. Also ich bin eigentlich relativ zufällig in die Mathematik geraten. Ich habe nach der Matura keine klare Vorstellung gehabt, was ich jetzt eigentlich machen soll im Studium. Ich wollte Publizistik studieren gehen, aber meine Eltern haben sich geweigert, das zu finanzieren. Und ich bin dann mit einem Freund mitgegangen, der Mathematik inskribiert hat. Und ich habe es nie bereut. Also ich war selbst als Schüler nicht besonders gut in Mathematik, habe gelegentlich nur mit genügend irgendwie den Aufstieg geschafft. Und das war aber irgendwie gar kein Nachteil, weil das Mathematikstudium fängt bei Null wieder an. Also man braucht in dem Sinn keine Vorkenntnisse. Ja, es fängt ganz vorne wieder an. Und es hat aber eine andere Struktur als das, wie man in der Schule Mathematik lernt. Also es geht viel mehr ums Problemlösen, um die Kreativität, viel weniger darum, einfach den Stoff nachzukauen. Und das ist mir entgegengekommen. Also ich kenne viele Leute, die Mathematik studiert haben und dann wo arbeiten, wo man sie auch vermuten würde, sagen wir in einer großen Bank, in einer Versicherung, in einem Produktionsunternehmen, in der Simulation oder in der Datenbearbeitung. Aber ich kenne genauso viele Leute, die dann wo einen Arbeitsplatz haben, wo die Mathematikausbildung jetzt gar nicht unmittelbar nötig wäre, aber wo einfach die Problemlösungskompetenz geschätzt wird, die man sich im Mathematikstudium erarbeitet hat. Also im Mathematikstudium geht es eben darum, immer und immer wieder zu analysieren, das sind die Voraussetzungen, das ist das Problem, wie kann ich mit diesen Voraussetzungen dieses Problem lösen? Und diese Problemlösungskompetenz, die wird von vielen Unternehmen einfach geschätzt. Und das ist was, das man im Berufsleben immer und immer wieder brauchen kann.